Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Folge Nummer 9 müssten wir sein. Und ja, ich habe ein bisschen an der Insel weitergeschraubt. Ich habe jetzt mal hier sozusagen den Gang verlängert. Ich habe hier mir schon mal sozusagen Treppen reingemacht, dass ich nach unten laufen kann. Sozusagen hier müsste dann eigentlich die nächste Ebene entstehen. Dann habe ich noch nach hinten auch ein wenig erweitert. Nach hinten habe ich nicht erweitert, ich habe in der Breite erweitert. Und zwar, dann habe ich mir hier mal noch ein paar Plätzchen für Bäumchen gemacht. Und ich war vor allem Eisenfarmen, das habe ich ja gesagt, dass ich das mache. Haben wir jetzt mittlerweile über den Stack. Und ich war Angeln. Das Lustige ist, ich habe auf der Seite geangelt. Habe ich nicht so schöne Sachen bekommen wie auf der Seite. Auf der Seite habe ich dann fast alle Säpplinge bekommen. Also auf denen habe ich einen tropischen Baum bekommen, aber der hat sich leider nicht vermehrt. Der ist dann irgendwann auch noch verschwundibus. Also muss ich wieder welchen angeln. Und dann habe ich hier bekommen Birchwood und Akazie und Oak. Genau. Oak, Birch und Akazie. Und den Dark haben wir ja zusammen gemacht. Und da versuche ich jetzt die ganze Zeit, dass wir da auch mal 4 Bäumchen kriegen. Dass wir da nämlich auch mal ein bisschen weiterkommen. Genau. So, dann habe ich immer schön brav, ne, da habe ich noch einen hingestellt und mit Oak laufen lassen. Da haben wir jetzt auch 5 Äpfel bekommen. Da brauche ich nämlich jetzt schon mal 3. Ja, dann bekommen wir noch hier einen Oak Sapling. Und die 3 Äpfel. Und dann habe ich einen Apple Sapling. Und dann pflanze ich den einmal dahin. Na komm, wachset. Dankeschön. So, und jetzt haben wir eine Möglichkeit, an Äpfel ranzukommen. Irgendwann, klar, wird es noch Bonsais davon geben, aber wir wollen ja auch ein wenig schön haben. So, dann habe ich hier Weizen. Weil wir möchten nämlich jetzt ein wenig schauen, dass wir ein bisschen vorantreten. Ich habe schon gemerkt, ich werde auf jeden Fall auch Gold brauchen. Das heißt, wir müssen auch da vorankommen. So, wir haben Soul Sand, genau, den, der war noch im Freezer drin. Kann das gleich mal rausnehmen. Den habe ich natürlich aufgeräumt, darum war die Quest dann fertig. Ist hier. Ja, das heißt, wir nehmen mal was raus, claimen. Dann haben wir wieder einen Mob Spirit. Habe ich noch nie gesehen. Ja. So, was lustig ist, die T-Taste funktioniert komischerweise gar nicht mehr. Einmal ist er gegangen. Kann jetzt mal sein, dass ich vielleicht noch extra Utilities updaten muss. Außer ihr habt eine Idee. Dann schreibt es mir in die Kommentare. Dann werde ich mir das mal angucken. Dann, ich habe zwar blaue Wolle, aber das blaue Schaf nervt mich. So, aber weiße Schaf, das nervt mich nicht. Genau, danke für die Wolle. So, okay. Das haben wir auch erledigt. Haken dran. Dann hätte ich gesagt, schauen wir mal den Superhot Combustion. Dafür brauche ich jetzt das Nether Brick. So, Nether Brick. Das heißt, ich brauche jetzt davon 8 Stück. Und einen Nether Brick. Dafür brauche ich 4 Stück. Also haben wir schon mal 12. Das heißt, ich brauche von Netherrack 12 Stück. Dafür brauche ich 3x Blaze Powder und 8 Steine. Die hole ich mir jetzt momentan erst einmal hier. Ja, weil ich nämlich fleißig beim Steine sammeln auch bin. Und haben wir noch 3? Nein. Dann nehme ich mir da einen mit. Da habe ich jetzt auch 25, 26.
Aber die Monsterfalle würde es definitiv dann auch noch umgebaut. So. Das waren jetzt. ...920. Ich hoffe, es ist ein bisschen angenehmer geworden, weil ich habe mal ein bisschen den Sound noch mal nach unten gedreht. Wenn immer noch nicht, dann weiter in die Kommentare, dann kann ich da auch was ändern. So, das heißt, wir haben jetzt da 12 Stück. Das heißt, ich schmeiße jetzt da mal 6 Stück rein, Glas raus, und da 6 Stück rein und auch Glas raus. Dieses Gehübel gibt mir auch einen Sand. Okay. Das Schlimme ist, dass ich von diesem Ding momentan 3 habe. Wenn ich noch einen vierten bekommen den, ne? Jetzt mir ja helfen, weil da könnte ich ja dann hingehen und sagen, okay, ich kann jetzt hingehen und mir mal so einen Baum hinstellen und mal 2, 3 wachsen lassen und dann mir ein paar Säpplinge schnappen. Ja, aber wie gesagt, ist bei Tropical genauso. Da, also wie gesagt, sieht's kriegst du fast keine raus. Ein Trauerspiel. Kriege ich mehr aus dem Wasser. So, dann haben wir schon mal 5, dann haben wir schon mal 10, 11, 12. So, habe ich den da, da kommt das da, dann habe ich das da, da kommt das da. So, der ist jetzt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist der nicht so effizient. Okay, so, was kostet mich Iron? Komponent? Müsste 8 Stück sein. Wir werden es gleich sehen, ob mir was bringt oder nichts bringt. Iron. Bitte. Ah, genau. Ich habe nur einen Teil gemacht. Ich brauche noch mal 7. Bitte. Legelhaft. Wie kann ich das einfach vergessen? So. Dann haben wir den. Davon haben wir jetzt 1538. Da haben wir jetzt 3072. Finde ich super. So, ich weiß auf jeden Fall, ich habe eine Eisentrapdoor. Was ich jetzt halt nicht weiß, brauche ich jetzt da Eisenblöcke? Das wäre natürlich heftig. Schaue ich mal schnell. Da was dort steht. Hier steht nichts da. Da steht, kann nichts dastehen. Und hier glaube ich steht es halt leider auch nichts da. So, das heißt, ich muss mal hoffen, dass ich jetzt in der Wiki schnell was finde.
Meistens kaum. Muss ich es halt leider liegen lassen. Weil, wie gesagt, ne? Ja, schlafen wir mal. Es gibt zwar so in diesem Buch ein paar Infos, aber das finde ich halt von einigen Mods bei 1.12 oder auch bei anderen Sachen cooler, außer ich habe jetzt hier irgendwas gesehen. Not formed, da ist das Speed. Effizienz ist komplett Murks. Fuel ist 1,0. Hat er auch. Zeit ist super. Aber ja, ich mache das jetzt mal ganz einfach. Nehme jetzt mal Stein. Brauchst sowieso noch einen. Aber noch eine Treppe. Weil ich wieder nach oben gehüpft bin. Naja. Ah, hätte ich sogar noch einstecken gehabt. Also ich habe da jetzt meine Bedenken, dass das Ding fertig ist. Doch, ist fertig. Cool. Habe jetzt gedacht, ich brauche jetzt dann für Eisen Eisenblöcke. Da sieht man wieder, ne? Was soll's denn denken? Das Pferden, den Pferden überlassen, die haben dafür irgendwas im Kopf. So, dann brauche ich ja Stone, habe ich einstecken. Haben wir gleich einen Stone-Button hin. Nehmen wir gleich noch mal ein paar Bäumchen holen. Jo, sehr schön. Dann brauche ich jetzt für die nächste Quest halt die abschließen. Magic Bean. Okay. Immer dran denken, dass ich da mal vorbei Stiefel habe, oder ein Apfel. Bravo. Essen ist hier. Dritte Apfel, das heißt, ich hätte sogar einen zweiten Baum. Aber ich soll mich nicht schon wieder ablenken lassen. Wir wollen nämlich zum Glowstone. Dafür brauchen wir Glowstone. Wahnsinn. Fast nicht vorhersehbar. Dafür brauche ich Blaze Powder und Redstone. Und für Redstone brauche ich Blaze Powder und Gunpowder. So, ich nehme jetzt mal 12 Stück mit. Danke. So, jetzt haben wir 18 Stück davon. So, weil jetzt brauchen wir Redstone. Und Redstone war 2 zu 2:2. Und das war, glaube ich, auch im Explosion. Combustion meine ich. 2, 4, ja. Bekomme ich da raus? Da bekomme ich jetzt 4 raus. Okay.
Ein Dropper werde ich bestimmt noch nicht kriegen, oder? Doch, kriege ich schon. So. 1, 2. 1, 2. Deckel zu. Ich habe 4. So, dann heißt es jetzt, du kommst dahin. Brauche ich von dir 7 Stück, wie sie es jetzt wissen. So, Dropper. So, wenn ich dich jetzt so hin mache, jawohl, funktioniert. Wenn ich jetzt dich dahin mache, sagst du, du bist in Ordnung. Gut. So, und das heißt es jetzt, du kommst da nahe und du kommst da nahe. Machen wir mal einen Button. So, aber er hat das. Ach, doch. Nee, Schmarri. Davon 2. Kann ich gehen. Davon 2. Dann heißt es einmal, zweimal, dreimal, viermal. Perfekt. Und das machen wir jetzt nochmal. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. So, weil ich brauche ja Glowstone, das haben wir ja gesagt. So gehen wir nochmal hin, Glowstone. Ja, und mit dem Glowstone kann ich, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, genau. Gold Alchemical Ore Dust herstellen. Und dafür brauche ich Weizen. Dafür brauche ich 2 Stück. Und dann würde ich gerne mindestens 4 Stück haben. Das heißt, ich brauche 8, ne? Ja, also davon 4 und davon 2. Ach, das wird nicht gehen. Das wird nicht gehen. Falsches Teil. So, das heißt, ich brauche jetzt da nochmal einen. Wir bauen uns nämlich nochmal einen. Nochmal einen Dropper. Ja, hüpft halt rum. Hier ist so ein kleiner Gursbock. So, machen wir nochmal einen Steinbutton. Achso, doch, Feuer, freilich. Nur woanders. Okay. Also ich jetzt halt nicht getestet habe, ob die Iron Trap doch funktioniert hätte. Ist egal. Also, Glowstone ist 4-2. Hier, 2,
Eins, zwei, drei, vier. Was? Aber er macht's nicht. Warum? Kompass. 1700 HU. Vier Glowstone? Ja. Da, 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 da. Ey, man nimmt das richtige Material und schon funktioniert's. Komisch, ne? Klick OK hoch 5. So, und wir haben 10 Glowstone. Und wir geben gleich die Quest ab. Ein unfamiliar Item. Es müsste doch ein, ja, ein cooles Drum sein. Ein nützliches Zeug. So, dann habe ich ja gesagt, wir wollen jetzt eigentlich Gold herstellen. Hier drin. Das heißt, ich brauche jetzt davon zwei und ich brauche Weizen. Das heißt, ich habe jetzt mal davon vier. Du kommst raus, dann kommst du hier rein und davon brauche ich vier. So, schauen wir mal. Bräuchert halt nämlich ein paar. Wenn möglich. Bitte wenden. So, das heißt, wir haben schon mal Gold. Schlafen. So, dann kann ich da. Achso. Ich raus. Muss nachschauen. Okay, passt. So, mich kostet jetzt der Iron. Muss ich ihn wieder nur finden. Da ist er. Provider. Iron Condenser. Genau. Brauche ich einen Primus Alchemist? Davon drei. Davon zwei. Und eine Charcoal. Da waren die Seeds. Danke. Dann brauchen wir noch einen Charcoal. 3, 2, 1. Ach, Schmarri. Entschuldigung. Wofür brauche ich? 335 HU, also müsste der passen. Davon zwei.
davon 3. So, Dankeschön. Ich habe 5. So, dann heißt es, du kommst dahin. Acht. Und 6. Gut, gut. Momentan ist halt nichts drin. So, krieg ich raus. Krieg ich rein. Genau, jetzt ist die Geschwindigkeit nämlich besser. Die Effizienz ist jetzt bei 144 und die Zeit ist bei 100. Wir machen es nochmal. 80, 121. 100, 144. Perfekt. So. Wegschmeißen tun wir das Teil natürlich nicht. Aber wie gesagt, ich möchte es natürlich machen. Vor allem bis Gold... wenn es am effektivsten ist. Wenn ich jetzt dann auch den vollen Speed habe. Super. Weil ich brauche ja für die... Genau. Ich brauche für den Emerald, brauche ich ja Emerald. Was laber ich? Ich brauche davon 32. Ein Silt-Touch. Genau, das war das, was ich gesucht habe. Brauche ich ja 4 Gold. Habe ich Silt Cloth? Jetzt habe ich einen Silgitschul. Meinen ersten. Hurra! Die waren. Hier drin. Erstmal. Danke. So, das heißt, ich habe jetzt hier mein. Er hat das Silky Close nicht mitbekommen. Das ist natürlich jetzt blöd. Aber egal. So, und vor allem, jetzt brauche ich meinen Table. Und jetzt kommt da bitteschön mein Schritt drauf. Das heißt, ich kann jetzt Glas abhauen, ich kann jetzt Gras abhauen, das ist alles scheißegal. Ich kann jetzt das alles ab machen und ich kann die Blöcke mitnehmen. Darum ist mir mein erstes Silky Jewel. Wie gesagt, ich brauche sowieso noch 8, glaube ich. So. Leder habe ich ja auch schon ein paar bekommen. Aber ich habe noch kein Sugarcane. Können wir mal gucken. Wie war das mal da kommen? So, da ist das. Da kommt auch das hin. Blaze Powder kommt hier hin. Kommst du auch erstmal da rein und du kommst wieder hier rein. Perfekt. So, und ich höre dich klimpern. Aber, genau, wir haben alles weg. Und du kannst arbeiten. Dann haben wir unser Gold auf jeden Fall. So, das heißt, wir haben Resources Tertius Alchemical Task. Alchemical
Territus, dafür brauche ich Alchemical Gold Ingots. Eine Fusion Gold und 3 Glowstone. Ja, genau, natürlich andersrum. Ah, ich habe keinen Glowstone mehr. Wie viel brauche ich? 4 Redstone, ne? Man sollte sich vielleicht das ganze Rezept angucken, davon 2. Danke. Danke. Also, hiervon brauche ich 3 und davon brauche ich einen. So, habe ich jetzt schon mal 2. Jetzt brauche ich Glowstone, wenn ich gerade gesehen habe, 2 und 2 Lapis, die müssen hier drin sein. Perfekt. Und dann kann ich jetzt nämlich noch hingehen. Ich habe noch ein bisschen Glas gemacht. Schau jetzt mal schnell rein. Danke. Halt. Ja, das ist das Schlimme, wenn man sich in jeder Richtung sozusagen fast identisch ausschaut. Irgendwann ist man orientierungslos. Das ich auf jeden Fall. So, das habe ich. Ich brauche jetzt nochmal 4 Redstone. Die habe ich nicht. Bei 2. So, Holz rein, vielleicht ist es kalt. Danke. Und jetzt war das dann die 4 und nochmal 2. Ganz schön günstig. Ich habe da langsam die Befürchtung, dass der Dropper die ganze Zeit Energie frisst. Das wäre natürlich nicht prickelnd. Natürlich aber auch sein, dass ich mich täusche, aber es kann nicht so vorkommt. So. Ich glaube, ich habe gesagt, ich brauche davon nochmal 2, ne? So. R. Also davon brauche ich 2. Ah, ne, brauche ich gar nicht. Brauche ich gar nicht. Davon brauche ich 2. Davon brauche ich 1. So, das waren jetzt 20 Stück. Das nenne ich mal Ausbeute.
So, das heißt, jetzt kann ich dann da auch schön irgendwas vorbereiten. Okay, das heißt, achso, Tertius Alchemical Dust hat er noch nicht mitgekriegt, dass ich es habe. Habe ich. Ein Fertilizer. Oh, 64 davon. Kommst du da rein? Sind schon welche drin. Okay. So, das heißt, wir haben ein bisschen was geschafft. Wir haben jetzt sozusagen den dritten Alchemical Dust. Finde ich klasse. Dann haben wir Alchemical Glas haben wir noch nicht. Aber da gucke ich noch kurz. Na, Prismarine Crystals sind 1 Liter Quarz und 3 Glas. Das muss ich jetzt noch mal gucken. Da ist es 1440 Grad. Passt. Kommst du rein? Habe ich jetzt 4 Prismarine Shards. Und dann brauche ich noch Crystal Shard und Sand. Das war jetzt hoffentlich genau hier drin. Haben wir. Achso. Und nochmal eine ohne. Perfekt. So, das heißt, wir haben jetzt eigentlich. Wir brauchen jetzt noch Seeds. Da brauche ich jetzt noch ein paar. Da muss ich bestimmt angeln. Da kümmern wir uns das nächste Mal drum. Und Frozen Iron Ingot. Da kümmern wir uns auch das nächste Mal drum. Genau. Um die Tinkers Farm muss ich mich auch noch kümmern. Also das heißt, ich brauche noch Reinforcement. Da brauche ich nochmal Silky Jewel. Ja, aber wie gesagt, ne, ihr habt es jetzt gesehen. Ich gehe jetzt immer wieder hin. Also das bringt uns diesmal ein bisschen schneller voran. Wie gesagt, ich werde jetzt dann die Plattform hier auf jeden Fall in diese Richtung noch ein wenig weiter ausbauen, dass ich dann noch ein bisschen weiter weg bin. Vielleicht nochmal so 2 Chunks oder so. Irgendwann werden auch die Monsterfarmen weiter nach unten wandern. Da kommt dann was anderes hin, was Schöneres. Vielleicht in mein Zuhause. Oder irgendein Lager. Ja, wir werden sehen. Man braucht ja noch ein bisschen was, ne? Und die Plattform wird dann hier auch noch weiter wachsen. So, jetzt haben wir hier 2048. Ich habe da nämlich so ein Gefühl. Nein, er ist noch nicht voll. Gut. Aber ich stelle dich trotzdem schon mal hin. Das heißt, du wirst bald neu aufgefrischt, dass wir Steine haben. Ja, dann hätte ich gesagt, dann werde ich mich dann hier drum das nächste Mal anfangen zu kümmern. Hier drum und auch an die Schmelze rangehen. Ich hoffe. Und wie gesagt, baue jetzt noch ein bisschen Plattform. Und dann sehen wir uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.